Hallo, ich komme gerade von der Schule und habe gesehen, dass ein Paket für mich angekommen ist. Und ich hatte ja schon im letzten Video erzählt, dass ich das bei Cosmetic for Less bestellt habe. Und das sind jetzt die Sachen. Und ich dachte, wir packen die jetzt zusammen mal aus. Und ja, fangen wir an. Also ich bin schon sehr gespannt, ob die Sachen so sind, wie ich es mir vorgestellt habe. Pinkes Papier. Okay, okay. So, das erste, was da drin war, waren so Falschwimpern. Ich habe mir Einzelwimpern bestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob die von Red Cherry oder diese Leni Lashes waren. Kann ich euch ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau sagen. Ich glaube, die haben so zwischen 2 und 3 Euro gekostet. Die sind jetzt 8 mm lang. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die zu lang sein würden, aber ich glaube, das passt eigentlich von der Länge ganz gut. Die sehen sogar ein bisschen zu kurz aus, also ich habe ja eher ein bisschen längere Wimpern. Die sind jetzt halt schwarz und ja, ich glaube, ich habe alles zu denen gesagt. Also ich bin schon sehr gespannt, die anzubringen, weil ich habe noch nie falsche Wimpern getragen. Und das sind jetzt meine ersten und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und dann habe ich natürlich noch einen Kleber gekauft. Das ist jetzt der von Ardell, der Lash Grip und in der Farbe Dark. Also ich glaube, der ist so, Moment, etwas gräulich, so sieht er erstmal aus. Hat auch so um die 3 Euro gekostet. Ja, der ist ein bisschen gräulich, aber ich weiß nicht, wie der nach dem Auftrag aussieht. Also normalerweise werden die ja immer so unsichtbar, die Kleber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das bei dem jetzt auch so ist, aber... Müsste eigentlich sein, oder? Mal schauen. Dann habe ich mir 3 Sachen von Sleek bestellt. Und zwar einmal Rouges. Und die sind richtig klein. Also in der Kamera sehen die, glaube ich, viel größer aus, als sie in Wirklichkeit sind. Aber ich habe mir die irgendwie immer viel größer vorgestellt. Und jetzt sind die irgendwie so ganz mini. Aber mir gefällt das Design richtig, richtig gut. Also ich mag das Design voll. Ich habe mir einmal die Farbe Flushed bestellt. Moment. So sieht die aus. So ein richtig schönes Rot, was schon ziemlich matt ist, aber so einen ganz, 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 ganz leichten Schimmer hat. Und auch sehr gut pigmentiert, wenn ihr das sehen könnt. Boah, ich sehe heute so blass aus, ne? Richtig schlimm. So sieht die aus. Also eine richtig schöne Farbe. Und dann habe ich mir noch eins bestellt. Und das ist die Farbe Rose Gold, auf die habe ich mich am meisten gefreut. Das ist halt so ein rosa Koralle mit einem ganz, 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 ganz starken Goldschimmer. Falls ihr das jetzt so sehen könnt. Und oh ja, die finde ich richtig, richtig schön. Wenn ihr es sehen könnt. So sieht die aus. Gefällt mir sehr gut. Die Sleek Blushes sind, glaube ich, so, also kosten so um die 6 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber ich weiß es nicht so ganz genau. Also ich glaube aber 6 Euro. Ja, müsste eigentlich sein. So. Und dann habe ich mir eine Palette bestellt. Ja, ich wollte schon richtig lange eine Sleek Palette. Und die, ah ne, warte mal, die Blushes kosten, glaube ich, 5 Euro. Und die Paletten 7, oder? Ich weiß es nicht mehr. Da war jetzt auch kein Kassenbon dabei. Aber auf jeden Fall sind die Sachen eigentlich nicht so teuer. Also auf jeden Fall die Paletten nicht. Dafür, dass da, ich glaube, 12 Farben drin sind. Und ich habe mir jetzt halt die Eau Naturelle Palette da bestellt. So sieht die erstmal aus. Von dem, von der Verpackung her gefällt mir auch wieder sehr gut. Also ich mag das, wenn das so ganz schlicht ist. So. Also erstmal wieder so ein Applikator, was meistens ja immer dabei ist. Und dann sehen die Farben so aus. Sind halt wie die Palette schon heißt, ziemlich natürlich. Da sind, glaube ich, 3, 4 schimmernde Farben drin. Sonst sind alle matt. Also die ist ziemlich, ziemlich schimmerig. Die ist ganz leicht.
Und die beiden sind auch noch schimmernd. Mir gefällt jetzt auch so auf den ersten Blick die besonders gut. Das ist braun schimmernde und diese gräulich-topfarbene Farbe. Ja, und dieses Champagner hier gefällt mir auch sehr gut. Hier sind auch nochmal, also hier ist nochmal so eine Folie dabei, die kann man da drauflegen und dann weiß man, wie die Farben heißen. Also mir gefällt besonders Conquer, Taupe und Regal. Aber warum heißt die Taupe? Ist das taupefarben? Normalerweise ist das doch taupefarben, oder? Komisch. Merkwürdig. Ihr könnt es mir ja mal schreiben. Vielleicht bin ich auch gerade total neben der Spur und ich irre mich. Aber normalerweise sagt ich, Taupe sieht anders aus. So, das waren jetzt schon die Sachen. Es waren jetzt 5 Sachen. Hat um die 30 Euro alles, glaube ich, zusammen gekostet. Also ich finde, ja, es geht. Sind jetzt halt alles so Sachen, die ich schon richtig, richtig lange haben wollte. Vor allem die Palette, das eine Rouge und die Wimpern würde ich auch schon richtig lange ausprobieren. Und da freue ich mich gerade richtig drüber. Ja. Aber das Video ist jetzt so kurz geworden, ne? Aber ich wollte euch eh noch was erzählen. Und zwar zu der Flaschenpost. Da haben ja richtig viele geschrieben, dass das keine gute Idee war mit der Adresse und so. Und ich habe da irgendwie vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Mir ist dann auch so nachhinein, dachte ich mir auch so, was hast du da eigentlich gemacht? Und dann an dem Abend war ich schon so richtig, scheiße, was soll ich jetzt machen? Und dann am nächsten Tag bin ich mit meinem Bruder dahin gegangen und die Flasche war immer noch dort. Und dann wollten wir die da halt wegkriegen, aber an der Stelle war kein Ufer. Und deswegen musste mein Bruder dann in das Wasser steigen und der wäre fast hingefallen. Aber ja, das war es mir endlich wert. Und dann habe ich ganz einfach die Flasche da rausbekommen und habe statt meiner Adresse nur meine E-Mail-Adresse hingeschrieben. Und dann sind wir da wieder hingegangen, haben die wieder da reingeworfen und erst ist die Flasche so weitergeschwappt und dann hat sie sich immer mal an so einem Ast verhangen. Und dann mussten wir mit so einem ganz langen Stock die da so wegkriegen und dann ist sie immer mal weitergeschwommen. Also die Flasche schwimmt jetzt irgendwo in dem Fluss da lang. Es war übrigens wirklich ein Fluss, es war kein Bach. Und ja, weil manche meinten, warum ist es kein größerer Fluss, aber hier in meiner Nähe ist kein größerer Fluss. Und ja, ich bin jetzt so erleichtert, weil ich glaube, wenn die Flasche nicht mehr dort gewesen wäre, dann hätte ich wirklich die ganze Zeit irgendwie so eine Angst gelebt, dass irgendein Irrer die bekommt. Und ich weiß gar nicht, warum ich da vorher nicht drüber nachgedacht habe. Aber ja, manchmal ist man halt ein bisschen neben der Spur. Und ich wollte mich bedanken für das ganz, 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 ganz tolle Feedback auf mein Video. Das hat mich so überrascht, wirklich. Manchmal ist das so heftig. Ich lade so Videos hoch und ich denke, also ich rechne nicht damit, dass sie so gut ankommen. Das war zum Beispiel bei diesem letzten Video so. Und dann hoffe ich einfach nur, dass die einigermaßen gut ankommen und plötzlich gefällt es euch so gut und das freut mich einfach, weil dann weiß ich auch einfach, dass sich das gelohnt hat mit dieser ganzen Arbeit und das freut mich besonders und deswegen wollte ich mich einmal dafür bedanken und ja, ich glaube, das wäre jetzt für das Video. Ich sehe so blass aus, ne? Aber ich bin auch kaum geschminkt, also ich komme gerade direkt von der Schule wieder und dann sehe ich am Ende des Tages immer so ein bisschen aus. Und wir haben jetzt die nächsten Tage halt frei. Ist, glaube ich, bei allen jetzt so. Aber ich werde wahrscheinlich ziemlich viel lernen müssen, weil ja in der nächsten Woche diese Zentralprüfungen Mathe und Deutsch sind. Und ich habe Angst. Übrigens habe ich jetzt meine LKs und Grundkurse gewählt fürs Abi halt. Und ich habe jetzt, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe jetzt Kunst und Englisch als LK gewählt. Ich weiß nicht, was ich mir damit jetzt, also wie das jetzt sein wird. Aber ich hatte echt gar keine Ahnung, was ich als LK wählen soll. Erst wollte ich Englisch und Mathe wählen. Und ich hatte so Angst vor Mathe, weil ich bin jetzt nicht unbedingt so gut in Mathe. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich sonst wählen sollte. Und Deutsch wollte ich auf gar keinen Fall, weil Deutsch mag ich überhaupt nicht. Und dann meinte so eine Freundin zu mir, ja, warum willst du eigentlich nicht Kunst-LK? Und dann dachte ich mir so, ja. Also ich freue mich schon irgendwie drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwer wird. Aber andererseits glaube ich schon, dass das schwer wird. Also falls irgendwer von euch das hat oder auch Englisch und das mal hatte oder so, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mal dazu das irgendwie so erklärt, wie das bei euch war und so. Und wahrscheinlich will ich dann als drittes Abiturfach
Mathe, weil das muss ich eh mit ins Abi nehmen, wenn ich Kunst wähle. Und als viertes wahrscheinlich so wie als Gesellschaftswissenschaft. Findet ihr auch, dass das Wort so schwer ist? Gesellschaftswissenschaft. Sprich das mal aus. Ich verhaspel fick jedes Mal dabei. Ja. Und ich habe jetzt Französisch abgewählt. Ich habe übrigens DELF bestanden. Darf ich das schon erzählen? Ich habe DELF bestanden. Ich bin so glücklich. Ja, wir haben letztens Bescheid bekommen und ich habe das jetzt bestanden. Ich weiß gerade nicht genau. Ich glaube, so um die 90 Punkte habe ich geschafft von 100. Ich bin wirklich so glücklich, ne? Dann weiß man so, dass das alles nicht so umsonst war. Und das wollte ich einmal sagen. Dann habe ich Französisch jetzt abgewählt, weil habe ich einfach so gemerkt, wie wenig Lust ich darauf hatte. Und wirklich, Französisch gehört zu den Fächern, die ich momentan am ätzendsten finde. Und das habe ich jetzt seit 3 Jahren und wir haben jetzt eigentlich die Grammatik so durch und jetzt würden eigentlich nur noch so Texte kommen, aber trotzdem. Aber ich habe jetzt noch Spanisch, das habe ich ja seit einem Jahr, das habe ich jetzt auch weitergewählt. Und Latein hätte ich jetzt eigentlich, nach diesem Jahr hätte ich mein Latinum und das wollte ich eigentlich auf jeden Fall eigentlich abwählen. Aber weil ich ja einen sprachlichen Schwerpunkt habe, und ich dann nur Eng und wenn ich nur Englisch und Spanisch hätte, dann müsste ich Spanisch auf jeden Fall die ganze Zeit durchnehmen. Und ich habe Angst, dass es später so schwer wird und deswegen habe ich jetzt Latein doch noch weiter gewählt, damit ich später noch entscheiden kann zwischen Spanisch und Latein, falls ich zum Beispiel doch Latein besser kann. Bei Latein ist so, es bleibt eigentlich immer das Gleiche und immer Übersetzen, grammatische Analyse und ein bisschen was Geschichtliches und so. Und das kann ich eigentlich so ganz gut. Aber ja, der Lehrer meinte, ich hätte zu viele Fächer gewählt, weil ich habe auch Geschichte und so wie und ich habe noch Religion und Kunst und halt die ganzen Hauptfächer und dass ich halt wieder zu viele Stunden in der Woche habe. Aber was soll man machen, ne? Habe ich noch irgendwas zu erzählen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre es jetzt für dieses Video. Also hat mit einem Haul angefangen und mit einem Vlog geendet. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr mir einmal, falls ihr die Produkte auch habt, in die Kommentare schreiben würdet, was ihr mit denen so für Erfahrungen gemacht habt. Aber ich werde, denke ich mal, noch irgendwelchen Videos da was zu sagen, wenn ich die ein bisschen länger getestet habe. Und ansonsten, wäre es jetzt für dieses Video und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!